Herzlich willkommen bei unserem heutigen Webcast BIM 360. Mein Name ist Andreas Stocker und ich darf Ihnen heute einen Überblick über die Autodesk Cloud-Produkte geben. Ganz kurz noch von unserer Seite her, wir sind der Ansprechpartner, wenn es um BIM geht. Wir helfen Ihnen bei der Strategie, beim Einstieg, Umstieg, aber auch bei der Begleitung, wenn es um BIM geht. Wir helfen Ihnen auch gerne, BIM-Objekte zu erstellen, wenn Sie beispielsweise ein Hersteller von Objekten sind, die eben Architekten dann verwenden sollen in ihren BIM-Projekten. Wir sind auch die Plattform von Events, nicht nur so Webcasts wie heute, sondern eben auch beispielsweise das BIM-Symposium veranstalten wir, wo wir Sie herzlich einladen. Sie können bei uns natürlich gerne eine BIM-Ausbildung machen. Weiters haben wir eine Kooperation mit der Firma Seid, die BIM-Content für Sie herstellt und Anpassungen auch Ihrer Bürostandards vornehmen kann. Und wir helfen Ihnen natürlich gerne beim Lizenzmanagement Ihrer BIM-Software, aber auch bei einer normalen AutoCAD-Software. Und natürlich, sollten Sie ein Audit von Autodesk haben, sind wir Ihnen gerne dabei behilflich. Ein kurzer Überblick über die Produkte. Die klassischen BIM 360 Produkte beginnt beim A360 Drive. Dann geht es weiter mit dem BIM 360 Team, dem BIM 360 Docs, Glue, Field, Layout und Plan. Wobei wir uns heute hauptsächlich über Team, Docs, Glue und Field unterhalten werden. Es gibt dann natürlich auch noch weitere Produkte, wie zum Beispiel das Autodesk Revit Live mit einer VR-Brille zum Beispiel kombiniert. Dann natürlich das Collaboration for Revit, das wir vor 2 Wochen circa vorgestellt haben, worüber es auch einen Webcast gibt. Dann das Rendern in 360 über Revit beispielsweise. Inside 360, wo beispielsweise Energieanalysen oder Lichtanalysen durchgeführt werden können, AutoCAD 360 und Formit 360, dass Sie vielleicht von der Arbeitsweise von SketchUp möglicherweise kennen. Schauen wir uns in erster Linie mal das A360 Drive an. Ganz oben sehen wir, dass es die Dropbox von Autodesk auch gerne genannt wird. Es ist kostenlos für jeden, der ein Autodesk-Konto besitzt. Es ist ähnlich wie die Dropbox zu verwenden. Sie melden sich ganz einfach über die Autodesk-Homepage an und haben dann die Möglichkeit, über A360 praktisch in ihre A360 Drive-Plattform zu gelangen. Sie haben dann die Möglichkeit, eben das A360 Drive auszuwählen. Wenn Sie kein Autodesk-Produkt haben, dann stehen Ihnen 5 GB zur Verfügung. Hier können Sie eben Dateien jeglicher Art drauflegen und dann in späterer Folge veröffentlichen. Hier vielleicht ein ganz kurzes Video darüber, wie das funktioniert. Hier haben wir eben die Homepage von Autodesk. Über den Anmelden-Button gehen wir ganz normal rein und melden uns über unseren Account an. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier eben uns auszuwählen, dass wir A360 Drive auf diese Plattform zugreifen wollen. Autodesk Drive ladet ganz kurz und haben dann hier die Möglichkeit, unterschiedliche Folder zum Beispiel anzulegen, also unterschiedliche Ordner, und dann hier neue Ordner anzulegen, auf die wir dann eben die Möglichkeit haben, Dateien jeglicher Art hochzuladen. Sie sehen, hier haben wir Möglichkeiten, auch nicht nur unbedingt CAD-Daten, sondern natürlich auch PowerPoint-Daten, Bilder, Word-Dokumente und andere Dokumente hochzuladen. Unser nächstes Produkt, das ich Ihnen kurz zeigen möchte, ist BIM 360 Team, die Zusammenarbeit in der Cloud. Das ist dann schon eine etwas professionellere Software in der Cloud oder eine Plattform in der Cloud.
Das ist auch die Plattform für Collaboration for Revit. Bedeutet, hier können Sie praktisch direkt an einem zentralen Modell direkt von Revit darauf zugreifen. Dieses File liegt dann eben beispielsweise in einem Hub, in dem Sie Projekte anlegen können, wie wir auf der linken Seite dann sehen, wo Sie dann auch eine Administratorenverwaltung und daraus resultiert natürlich auch eine Projektverwaltung haben, wo Sie dann Rollen verteilen können. Diese Plattform dient einerseits innerhalb eines Büros natürlich, dass Sie eben keine IT-Aufwendungen haben, wenn Sie eben mit Collaboration for Revit an einem Zentralmodell arbeiten möchten. Aber natürlich haben Sie auch dadurch sehr leicht die Möglichkeit, Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Büros, beispielsweise wenn Sie ein Architekturbüro sind, mit einem Tragwerksplaner durchführen zu können an ein und demselben Modell in Revit. Der große Vorteil daran liegt, wenn Sie wirklich mit diesem Produkt arbeiten, dass Sie dann eben beispielsweise dann auch Modelle und Pläne veröffentlichen können. Diese können dann kostenlos von dem Empfänger beispielsweise nur als Model Viewer verwendet werden, aber wenn Sie natürlich eine Lizenz darauf haben, können Sie dann eben beispielsweise auch Kommentare, Redlining durchführen. Was hier auch noch ganz großer Vorteil ist, Sie haben die Möglichkeit zu Versionen anzulegen und die Versionen dann zueinander vergleichen. Das möchte ich Ihnen hier ganz kurz auch zeigen, wie das funktioniert. Sie melden sich ganz einfach wieder über die Autodesk Homepage an. Hier sind wir nun in der Plattform von Autodesk, BIM 360 Team. Hier haben wir das Projekt und eben das Modell, das in Wirklichkeit eine Zentraldatei ist. Hier haben wir Versionen schon hochgeladen. Hier sehen wir zum Beispiel die Version 2, wo wir das Dachgeschoss hier noch verkleinert haben. In der Version 3 sehen wir jetzt gleich, dass hier Ansicht oder das Dach praktisch vergrößert wurde. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Version 2 und 3 im 3D-Modus zu vergleichen, in der 3D-Ansicht, die mir vom Revit generiert wird. Das ist die ganz normale Standard-3D-Ansicht, die Sie im Revit wahrscheinlich alle kennen. Hier sind nun beide Versionen übereinander gelegt. In Gelb sind die veränderten Objekte, in Rot die entfernten Objekte, beispielsweise eine Tür, und in Grün die hinzugefügten Elemente. Und ich kann sie über diese drei Buttons auf der rechten Seite ein- und ausblenden. Alle anderen unveränderten Objekte werden hier grau dargestellt, wie wir sehen. Wir können hier auch die Änderungen direkt auf der rechten Seite anwählen. Zum Beispiel das Dach wurde verändert. Das bedeutet, wir können es uns hier visuell darstellen lassen, wie es in der Version 2 und in der Version 3 ausgesehen hat. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch hier die Möglichkeit, auch tabellarisch in Form beispielsweise von der Fläche uns darstellen zu können, was sich verändert hat. Wir haben auch die Möglichkeiten, die Modelle nebeneinander uns betrachten zu können. Auf der rechten Seite die Version 3, auf der linken Version die Version 2. Hier sehen wir eindeutig, was mit dem Dachgeschoss geschehen ist. Auch hier haben wir dann die Möglichkeiten, wieder die entfernten, hinzugefügten und geänderten Objekte ein- und auszublenden. Dann im jeweiligen Fenster natürlich, weil sie jetzt nebeneinander liegen. Wir haben eben ja auch die Möglichkeit, das synchron oder hier in unserem Fall eben getrennt voneinander zu drehen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, natürlich jederzeit wieder zurück zu unserer Version zu gehen. Und hier gibt es im Large Model View von Autodesk viele Möglichkeiten, hier nur ganz kurz gezeigt, der Explode-Modus. Unsere nächste Plattform ist die BIM 360 Docs Plattform. Das können wir uns vorstellen wie ein
eine Dokumentenverwaltung in der Cloud. Unsere Kunden haben Herausforderungen, wie beispielsweise das Publizieren von Dateien, von Dokumenten, das Teilen von Dokumenten, aber auch das Ansehen und Markieren von Inhalten. Das kann jetzt nicht, kann jetzt beispielsweise eine CAD-Datei oder ein 3D-Modell sein, muss es aber nicht, kann genauso eine PowerPoint, ein PDF oder andere Dateien sein. Das bedeutet, hier haben viele Kunden bisher unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Softwaren verwendet. Dafür gibt es jetzt eine App, das ist praktisch die BIM 360 Docs. Derzeit ist es so, dass die sich vom BIM 360 Team noch getrennt sind, beide Plattformen. Das wächst aber immer mehr zusammen und wird dann zu einer Plattform. Das bedeutet, hier in der BIM 360 Docs Plattform müssen diese Dateien derzeit noch explizit hochgeladen werden, was ja in BIM 360 Team nicht unbedingt der Fall ist, weil wir ja, wenn wir mit einem Revit-Modell arbeiten, hier direkt praktisch in der Zentraldatei arbeiten. Aber wie gesagt, das wächst immer mehr zusammen. Wenn Sie jetzt beispielsweise eben dann von diesen Elementen beispielsweise ein File-Sharing machen möchten oder mobilen Zugriff haben wollen oder eben auch aus einer CAD-Plan ein PDF erstellen wollen oder Mängeln verwalten wollen, dann sind Sie mit BIM 360 Docs genau richtig. Die Kernfunktionalitäten von BIM 360 Docs sind eben, dass Sie eben einen unbegrenzten Speicher haben, sowohl der Speicher als auch die Anzahl der Projekte ist unbegrenzt. Sie haben Navigationsmöglichkeiten, auch hier haben Sie die Versionskontrolle und den Aufruf diverser Versionen, die Sie explizit hochgeladen haben. Und Sie haben beispielsweise auch einen Viewer für 2D- und 3D-Daten integriert. Sie haben die Möglichkeiten, Ihre Dokumente zu publizieren. Sie können PDFs, mehrseitige PDFs voneinander trennen. Beispielsweise haben Sie auch eine Zugriffskontrolle. Sie haben 4 Zugriffsstufen und können auch hier Rollen von Zugriffsrechten für Firmen und Anwender verteilen. Sie haben auch, Sie können die Dokumente direkt bearbeiten. Sie können auch Zuweisen von Attributen, also Sie können diesen Elementen auch Attributen zuweisen und Sie haben auch hier den Autodesk Large Model Viewer integriert. Sie können es online, Sie können diese Cloud-Funktionalitäten online, aber auch natürlich über Web oder über Ihr Tablet oder über Ihr Telefon, also über Ihr Smartphone verwenden. Das nächste Produkt ist BIM 360 Glue. Man kann es auch benennen als Navisworks in der Cloud. Auch hier drinnen haben Sie wieder diesen Autodesk Large Model View, den Sie dann zugleich für das Autodesk 360 Field verwenden, das wir als nächstes Produkt dann gleich kurz vorstellen. Das ist eine App, die derzeit nur auf Apple funktioniert, aber soll eben für Android genauso kommen. Sie haben hier die Möglichkeit, dass Sie Kollisionsüberprüfungen machen können und Sie haben hier die Möglichkeit, über 50 3D-Dateiformate sich betrachten zu können. Es ist, wie gesagt, Navisworks in der Cloud. Und die Einstellungen von Berechtigungen, was wer machen darf, haben Sie in BIM 360 Docs zu verwalten, praktisch in der Software, die wir jetzt gerade vorhat, oder die Plattform, die wir gerade vorher besprochen haben. BIM 360 Field, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug von Autodesk. Man kann es auch einmal so ganz global sagen, das Baustellenmanagement. Das ist sicher das Werkzeug für die Baustelle. Sie haben hier viele Funktionalitäten, beispielsweise auch die Mängelaufnahme und die Dokumentation mit Fotos und Beschreibungen.
Also quasi ein Qualitätsmanagement, das Sie in der Cloud hier haben. Sie haben die Möglichkeit, Checklisten zu verwalten, zu erstellen, beispielsweise eben Baustelleneinrichtungen hier, was wer machen muss und ob das dann eben auch wirklich durchgeführt wurde, um auch hier Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. Sie können damit auch ein Baustellentagebuch führen, mit Dokumentationen, natürlich auch wieder mit Fotos. Sie haben auch die Möglichkeit, QR-Codes generieren zu lassen und dann mit einer Bauteilerkennung quasi zu generieren. Das geht dann schon sehr stark auch ins Facility Management und für das Betreiben eines Gebäudes zu verwenden. Sie haben auch hier die Möglichkeit, Einstellungen über BIM 300 Docs zu verwalten. Und im Zusammenhang mit BIM 360 Glue, also praktisch dem Navis Works, können Sie hier sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das geht dann so weit, dass Sie praktisch über BIM 360 Field gewisse Bauteilen, Attributen, also Attribute hinzufügen können. Diese Attribute können Sie dann praktisch mit Glue synchronisieren und dann ins Revit beispielsweise zurückspielen, und dann haben Sie vom BIM 360 Field über Glue die Möglichkeit, in Ihr Modell, in Ihr Revit-Modell Attribute hinzuzufügen und im Revit dann eben beispielsweise auszuarbeiten. Was ein riesengroßer Mehrwert ist. Natürlich können Sie das genau umgekehrt genauso machen, also vom Revit-Modell dann wieder die Attribute zurück bis ins Field zu synchronisieren. Immer wieder von uns gefragt, das funktioniert ja nur, wenn wir Internet haben. So ist das nicht richtig. Natürlich können wir diese App auch im Keller verwenden oder in Gebiete, wo das Internet, das mobile Internet vielleicht noch nicht so ausgebaut ist. Sobald Ihr iPad beispielsweise Internetzugang hat, können Sie das dann eben mit Ihrem mit der Field-Plattform wieder synchronisieren. Hier nochmal einen kurzen Überblick über die BIM 360 Cloud-Produkte. Hier haben wir praktisch die vier Phasen, den Entwurf, Detaillierung, Ausführung und die Inbetriebnahme Ihres Gebäudes. Hier haben wir dann nach unten hin aufgelistet, wo wir und Autodesk sehen, wo die Produkte praktisch zum Einsatz kommen können. BIM 360 Team, wie gesagt, ist natürlich sehr stark mit der Kollaboration eines Modells in Verbindung, deshalb vermutlich bis zur Ausführung sehr gut zu verwenden. BIM 360 Glue würde ich jetzt nicht nur bis zur Ausführung sehen, sondern sogar noch einen Schritt weiter bis zur Inbetriebnahme, weil es ja in Kooperation mit BIM 360 Field funktioniert. Das BIM 360 Layout ist praktisch eine Hilfestellung, aus Ihrem Modell ein sogenanntes As-Build-Modell zu erstellen. BIM 360 Plan ist quasi Ihr Bauzeitenplan. Und BIM 360 Docs ist praktisch auch die Dokumentenverwaltung, auch vom Entwurf Ihres Gebäudes bis zur Inbetriebnahme, aber dient eben auch als Plattform zu Einstellungen diverser anderer BIM 360 Produkte, eben für die Rollenverteilung, wer was machen darf. Wir haben jetzt einmal schon die ersten unterschiedlichen Produkte gesehen. Um die zu vergleichen zu können und auch zueinander eben zu sehen, was welches Produkt macht, haben wir von der Firma Artworker die Idee geboren, dass wir eine Matrix erstellen. Wir haben jetzt einmal eine Matrix, die Drive, Team, Collaboration for Revit und den Revit Server darstellt, also die unterschiedliche Kollaboration unterschiedlicher Systeme. Das wird dann weitergeführt, dass wir dann auch Produkte zueinander vergleichen mit unterschiedlichen
Möglichkeiten, die aber eben Cloud-Produkte sind. Sie können hier uns gerne eine E-Mail schreiben, wenn Sie diese Matrix gerne bekommen würden. Diese Matrix ist ein Objekt, sage ich jetzt einmal, das dann auch immer wieder erweitert wird. Hier haben wir jetzt einmal unsere Produkte, die wir jetzt vorgestellt haben, nochmal als Übersicht und als Gedächtnisstütze. Was macht jetzt welches Produkt? A360 Drive, quasi die Autodesk Dropbox, die Sie kostenlos bekommen, wenn Sie ein Autodesk-Produkt haben. Aber dann haben Sie 25 GB freien Speicher. Aber auch wenn Sie jetzt kein Autodesk-Produkt haben und Sie ein Autodesk-Account anlegen, ein Autodesk-Konto anlegen, dann haben Sie 5 GB Speicher zur freien Verfügung. BIM 360 Team, die Projektzusammenarbeit in der Cloud, die Plattform für Collaboration for Revit. BIM 360 Docs, die Dokumentenverwaltung in der Cloud, praktisch wo Sie Rollen verteilen können und wo Sie auch praktisch Freigaben und solche Dinge definieren können. BIM 360 Team und BIM 360 Docs wächst immer mehr zusammen und wird dann zu einer Plattform zusammen sein. BIM 360 Glue, das Navisworks in der Cloud, für beispielsweise Kollisionsüberprüfungen, aber auch in Zusammenarbeit mit BIM 360 Field, dem Baustellenmanagement, wo Sie beispielsweise ein Bautagebuch erstellen können, aber auch Mängellisten etc. etc. Wie Sie sehen, führen wir immer wieder BIM 360 Webinare durch. Es sind auch weitere Webinare in Planung, wo wir dann tiefer in die Produkte reinschauen. Beispielsweise BIM 360 Glue und Field wird eben so eine Darstellung sein. Autodesk BIM 360 Docs wird ebenfalls, werden wir Ihnen gerne darstellen. Autodesk BIM 360 Team wird ebenfalls dargestellt und wir werden hier auch diese Webinare wieder aufzeichnen, damit Sie hier jederzeit diese nachschauen können und wir werden sie auf unseren YouTube-Channel veröffentlichen. Wir veranstalten auch heuer wieder am 23. März unser BIM-Symposium. Hier haben wir schon über 250 Anmeldungen. Hier würde ich Sie bitten, Kontakt mit uns aufzunehmen. Würden Sie gerne am 23. März 2017 daran teilnehmen. Wir haben auch ein BIM-Ausbildungsprogramm, das auf diesem BIM-Symposium dann auch vorgestellt wird. Mit der Überbauakademie, hier helfen wir Ihnen natürlich auch bei der Implementierung Ihrer BIM-Software, aber auch helfen wir Ihnen, den ganzen Prozess bei Ihnen zu implementieren. Das nächste Webinar findet am 7. April, Entschuldigung, ich korrigiere mich, am 14. März statt. Hier werden wir über License Compliance uns unterhalten und dann ist auch noch ein Anlagenbau Webinar in Planung, das am 7. April stattfinden wird. Aber auch diese Webinare können Sie jederzeit bei uns auf www.ataka.com einsehen. Hier haben Sie die ganzen Möglichkeiten auch zu sehen, welche Webinare wann stattfinden werden. Wie gesagt, diese Webinare werden auch aufgezeichnet auf unserem YouTube-Channel. Bei Fragen stehen wir natürlich auch jederzeit gerne zur Verfügung und Sie können sich gerne bei uns jederzeit melden. Jetzt bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns, entweder über die Homepage oder über unseren BIM-Blog oder beispielsweise schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Vielen herzlichen Dank.